wo wir gerade bei Kälte sind, Nathans Zimmer verursachte mit Gänsehaut verstörende, aber beeindruckende Fotos, allesamt Belege für das Mobbing seines Vaters und wahrscheinlich den wichtigsten Hinweis überhaupt, Nathans Handy, vermutlich voller Nachrichten und Geheimnisse. Es ist nicht gut, dass mir Schnüffeln und Stehlen seit dieser Woche so leicht fallen. Helden des Alltags, Dann tauchte Nathan auf. Er wirkte so gestört und außer Kontrolle, dass er mir etwas leid tat. Brauchte offensichtlich Hilfe. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass er auch ein Arschloch und gefährlich für mich und Chloe und Kate war. Bevor ich zurückspulen musste, griff Marwan ein. Mein Ritter in strahlender Rüstung zahlte es Nathan mit einem Kopfstoß heim. Unglaublich, auch für Nathan. Warum ließ wirklich den Affen raus und ging auf Nathan los. Es war uncool, aber meine Nerven waren noch nach dieser Woche so angegriffen. Und ich hatte die Idioten von Blackwell so satt, dass ich fast nicht versucht hätte, Warren davon abzuhalten, Nathan zu verprügeln. Er musste sich an Nathan abreagieren, aber das war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort. Auch wenn Nathan es verdiente und ich Warren gerne beim Verprügeln zugeschaut hätte. Nach der Schlägerei im Wohnheim fuhren Chloe und ich zum Strand, um Frank zum Helfen zu überreden. Ich musste vorsichtig sein und ihn nicht aufregen. Er war echt sauer, dass jemand sich sein Kontobuch geliehen hatte. Aber als er merkte, dass es uns nicht um Drogen oder Geld ging, beruhigte er sich. Ich dachte nur, ich versuche einen Drogendealer zu überreden, uns bei der Suche nach einem vermissten Mädchen zu helfen. Frank stimmte zu. Er weiß, wie ahnungslos wir sind und vielleicht überzeugte unsere Aufrichtigkeit ihn. Ich bin immer noch nicht sicher, was ihn angeht und nicht so naiv, dass ich nicht sofort zum Zurückspulen bereit bin. Ich weiß nur, dass er Drogen verkauft, ein übles Temperament hat und Rachel liebt, mehr noch als seine Bohnen. Ein weiteres Teammitglied gewonnen. Oh yeah. Mein Leben ist mittlerweile so surreal, ich weiß nicht mehr, wie ich reagieren soll. Ich kann Zeit und Raum manipulieren, aber altere ich deswegen vorzeitig? Erfahre ich von Dingen, die ich besser nicht gewusst hätte? Mache ich zu viel kaputt? Nasenbluten und Schwindel sind ein eindeutiges Zeichen, dass ich es übertreibe. Aber ich habe mich so daran gewöhnt, Macht korrumpiert. Noch nicht, hoffentlich. Ich erinnere mich an die Star Trek-Folge, in der Kirk durch die Zeit reisen und eine geliebte Person sterben lassen muss, damit die Nazis den Krieg verlieren. Was für eine beschissene Wahl ist das? Was wäre passiert, wenn ich an diesem Tag nicht in den Toiletten gewesen wäre, um Chloe zu retten? Verflucht. Ich war da, so sollte ich auch tot sein. Schicksal. Dass wir Frank überreden konnten, uns zu helfen, gab uns die meiste Hoffnung seit langem. Ja, in Anbetracht seiner früheren Reaktion waren Chloe und ich dumm, ihn zu konfrontieren, aber keiner kann sagen, er hätte Rachel nicht geliebt. Er hätte allerdings das Messer nicht zücken sollen und mir gefällt nicht, dass er Teenagern gefährliche Drogen verkauft, sondern das Neven. Der braucht psychiatrische Aufsicht, nicht nur Pillen. Wenigstens wird er nicht mehr zu Frank gehen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Chloe oder Rachel überhaupt mit ihm rumhängen wollen würden. Wenn ich die Stadt nicht verlassen hätte, würde ich vielleicht weniger schnell urteilen. Jetzt haben wir Nathans Handy, Davids Koordinaten, Franks Kontobuch und ein großes Brett mit Hinweisen. Endlich, vielleicht werden sich nun das Blatt
und die Zeit. Die Hinweise kommen endlich zusammen und weisen zu einem Ort außerhalb der Stadt, der uns vielleicht direkt zu Wildschleimbar führt. Und weiter. Nach all dem, was mit Frank passiert war, musste ich Chloe überzeugen, weiterzumachen. Ich denke, wir sind fast am Ende. Hoffentlich nicht am Weltende. Wie viel Wut auch immer Chloe in sich hat, sie verfügt über ebenso viel Mut. Ja, wegen Chloe wäre ich fast getötet worden. Aber ich weiß, sie würde für mich sterben. Und ich darf nicht vergessen, in einer anderen Realität ist sie wegen mir im Rollstuhl gelandet und stirbt einen langsamen Tod. Chloe ist motivierter als je zuvor. Sie sagt ihr, wir müssen auf jeden Fall weitermachen und dass ich Rachel nicht alleine finden kann. Es reichte. Jetzt wird es Zeit, ihr Licht in die Dunkelkammer zu bringen. Chloe und ich gaben die Koordinaten ein, machten uns auf den Weg. Wir waren still, aber aufgeregt. Schwer zu erklären, das Gefühl. Selbst nach all den schrecklichen Ereignissen dachte ich, Chloe und ich seien ein Teil eines größeren Mysteriums. Zur Zeit, Raum und all unseren Schicksalen. Ich war nie gläubig, jedenfalls nicht wie Kate Marsh. Aber nach dieser Woche konnte ich unmöglich glauben, dass wir auf den Weltuntergang zusteuerten. Aber ich war nicht auf die Dunkelkammer vorbereitet. Die Koordinaten führten uns zu einer alten, verlassenen Farm der Prescott-Familie. Und es hätte mich nicht überraschen sollen, dass wir einen Sicherheitsbunker fanden. Von den Souvenirs der Prescotts und Schlimmeren. Wenn es ein Zentrum des Bösen gab, war es hier. Schränke mit roten und mit Namen versehenen Ordnern bestätigten unsere schlimmsten Albträume. Woher hätten wir wissen sollen, dass wir Amateurdetektive diese Hölle finden würden? Als ich den Ordner mit Victoria sah, begann mein Herz zu rasen. Ich wusste, etwas Furchtbares stand bevor. Ich will nicht an die Fotos denken, auf denen dieses Arschloch Nathan Prescott mit der bewusstlosen Kate posierte. Sie wusste die Wahrheit, auch wenn sie sich nicht an Tess erinnern konnte. Rachel Amber behutsam in Szene gesetzt, Fotografien, auf denen sie unter Drohung stand und daneben hing, als seien sie ein krankes Goffbärchen. Ich ertrug den Ausdruck auf Chloes Gesicht nicht, als sie die Bilder ihres misshandelten Engels sah. Mir war schlecht. Alle Hoffnung, die ich ihr gemacht hatte, löste sich in Luft auf. Und dann sahen wir genau, wo Nathan Rachel hingebracht hatte, auf den Schrottplatz. Wir haben Rachel Amber gefunden, tot und begraben. Es tut mir leid, Rachel. Es tut mir leid, Chloe. Es tut mir leid, Kate. Es tut mir leid, William. Fick dich, Arcadia Bay. Die Schulzeit sollte die beste Zeit deines Lebens sein, sagten meine Eltern und andere Experten immer wieder. Was wissen die schon? Erzählt das Rachel oder Kate? Ich habe Chloe noch nie so entschlossen gesehen. Sie hat die Waffe griffbereit. Also muss ich Nathan finden und bevor Chloe ihn umbringt. Wenn das passiert, wird Zurückspuren schwierig. Und wir nähern uns dem Ende des Albtraums. Also muss ich diese Bilder von Kate Marsh und Rachel Amber, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben, ausblenden. Ein finales Geheimnis gilt es noch zu entdecken. Und nichts wird uns aufhalten. Nicht mal ein verdammter Tornado. Chloe und ich kamen in Blackwell an und gingen zur Weltuntergangsparty. Welche Ironie. Wir mussten den armen Van schnell loswerden, denn seinem Ruhm als Alpha baden und mit uns rumhängen wollte. Ich kann nicht noch einen Freund in Gefahr bringen. So bizarr, all diese Schüler in Kostümen oder teuren Klamotten zu sehen, redend, lachend, rauchend und stinkend und trinkend,
als sei kein Serienmörder auf der gleichen Party unterwegs oder als schwebe die Stadt nicht in Öko-Gefahr. Es bräuchte wie eine Erinnerung an die tickende Uhr. Arcadia Place sah ich mit zwei Monden und dachte es zumindest, bis Wolken aufzogen. Rieb mir die Augen nur, um sicherzugehen, dass ich nicht halluziniere. War es ein weiteres Zeichen oder eine Fata Morgana? Andere sahen es auch. Nur Chloe war blind für alles außer Rache. Also ging sie in die Sporthalle, um Nathan zu finden, bevor ich sie einholen konnte. Nathan weiß nicht, dass auch ihm die Zeit davon läuft. Ist nicht ironisch gemeint. Uns läuft sie auch davon. Meine erste und letzte Vortex-Party. Blinkend Lichter und DJ Doom nickte auf. Kein Kommentar. In einer anderen Realität würde ich auf dieser Party in einer Ecke stehen und darauf warten, dass mich jemand zum Tanzen auffordert. Und das wäre das größte meiner Probleme gewesen. Jetzt sieh mich an. Ich musste erst Chloe und dann Nathan finden, bevor sie ihm eine Kugel verpasste. So bösartig Victoria mir auch erschien, sie ist eigentlich nur eine furchtbar unsichere Person mit Talent, Leidenschaft und einer Tendenz, grundlos grausam zu sein. Deswegen springt sie nicht über ihren Schatten, um mich nicht hasserfüllt anzusehen. Ich wollte unser kleines Drama vergessen, da ich annahm, dass sie eine Rolle an dem zu spielen hat, aber sie wollte nicht auf mich hören und Chloe war wichtiger. Also warnte ich sie und ging in der Hoffnung, dass die Info durch ihren Schädel dringt und ernst genommen wird. Das reicht, oder? Oktober, glaube ich. Ich sah Chloe wieder sterben. Getötet von einem Lieblingslehrer. Warum? Weil wir dumm waren und uns von Jeffersons Nachricht täuschen ließen. Wir gingen also zum Schrottplatz und in seine Falle. Wir hätten die Polizei rufen sollen, als wir Rachel fanden, aber Chloe und ich waren schon zu weit gegangen. Ich denke immer, ich sei unbesiegbar oder eine echte Superheldin, aber ich bin nur Max Garfield. Ist meine Kraft nur ein Unfall des Schicksals oder werde ich wie Chloe bestraft? Was haben wir getan, um das zu verdienen? Was hat Rachel getan? Kate, William? Dann ist da noch Mark Jefferson. Ich kann ihn nie wieder Mister nennen. Ich bin immer noch geschockt, dass er hinter der Dunkelkammer steckt. Aber in den Fragmenten der Zeit erkenne ich, dass Jefferson stets Hinweise fallen ließ. Mir wird schlecht, wenn ich dran denke, wie lange er das schon tut und wem er es antat. Die Nadel, ich kann sie noch fühlen. Gott sei Dank erinnere ich mich nicht, wie ich für Jeffersons kranke Shooting posiert wurde. Denk nur an all die anderen, die das durchmachen mussten. Wie Rachel und Kate. Das bestärkte meinen Entschluss, aus dem Raum zu entkommen, um wenigstens ihn aufzuhalten und Kate und Chloe zu retten. Ich musste so oft in meine eigene Fotos zurück, dass es mich verwirrte. Schlimmer, ich wusste, ich versaute wieder mehrere Realitäten. Und mir blieb keine Wahl. Chloe würde nicht auf dem Schrottplatz neben bei Jamba sterben. Und niemals würde Jefferson letzte Person sein, die ich je sehe. Ich kann mir nicht mal vorstellen, mit Jefferson im Studio zu sein, mich so zu verhalten. Alles war so sauber und steril und fühlte sich doch wie der schmutzigste Ort der Welt an. Wenn ich nicht die Zeit manipulieren könnte, was hätte ich getan? Was hätte ich tun können? Manchmal kam ich mir entfernt vor,
sehe ich mir selbst zu, wie ich durch die Hölle gehe. Aber dank des Fotos aus Jeffersons Klasse half er mir persönlich bei der Flucht. Ich werde nie Jeffersons Blick vergessen, kalt und gemein. Ich kam mir vor wie einer dieser Krimiserien, die Mama so mag. Wie wird jemand bösartig? Er schoss Chloe in den Kopf. Einfach so, elender Wichser. Ich wünschte, die Polizei hätte Nathan verhaftet, nachdem ich Director Wells von den Drogen erzählte, die er Geld angeflüsst hatte. Er könnte noch leben und hätte Jefferson belasten können.